Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert, und gleich gehe ich wieder in die Auswahl des Spiels und mal sehen, welches Genre vor allen Dingen heute aktuell wird und ja, was ich jetzt gleich mit euch sozusagen entdecken werde. Dragon's Saga Galaxia, das klingt schon wieder nach einem MMO, aber mal schauen, weil so viele MMOs kann ich doch gar nicht da drin haben. Ja, es ist kaum zu glauben, es ist tatsächlich wieder ein MMO. Jetzt bin ich mal gespannt, warum ich das noch auf der Liste habe. Auf jeden Fall über 3 GB Installationsplatz und mal gucken, wie viel tatsächlich runtergeladen werden muss. Okay, 2,9 GB, also das wird wieder einige Minuten dauern, aber nicht so lange, also maximal eine Viertelstunde steht jetzt hier. Mal gucken, ob der Durchsatz gehalten werden kann. Und in der Zeit kann ich gerade schon mal ein paar Blicke drauf werfen, was mich wohl daran interessiert hat. Warum ich das eigentlich drin gelassen habe. Okay, also hier steht jetzt nur, dass 30 verschiedene Klassen aktualisiert werden können und ein Skill- und Action-Combat drin ist. Naja, also ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall wieder so einen schönen bunten Comic-Look, deswegen ich es wahrscheinlich auch drin gelassen habe. Und ja, wir werden es gleich zusammen entdecken und dann mal schauen, wie motivierend und spannend das ist und vor allem auch, wie umfangreich es überhaupt ist. Auf jeden Fall sehe ich, es hat unglaublich viele Steam-Errungenschaften. Also 117 Steam-Errungenschaften sind hier drin. Na, das allein das macht doch dann schon etliches aus, zu sagen, ha, da kann ich mich monatelang wahrscheinlich mit beschäftigen, bis ich alle Steam-Achievements hier erreicht habe. Eine ganze Reihe, wahrscheinlich so überblicksmäßig mehr als die Hälfte oder sogar, wenn ich so bis zu 1% hochgehe, die maximal erreicht wurden, wahrscheinlich eher so 2/3, die ja gerade mal von 1% der Spieler erreicht wurden, was natürlich nicht schwierig ist bei einem Free-to-Play-Titel, der wahrscheinlich von vielen mal installiert wird, aber dann nicht sehr weit gespielt wird. Und bestimmt die Hälfte ist irgendwie mit 0% angegeben. Ist natürlich die Frage, ob die dann überhaupt in irgendeinem Umfang schon erreicht wurden. Aber es bleibt abzuwarten. Mal schauen, wie schnell sich die erste Errungenschaft dann einstellt. Ja, kein Tag ohne neuen Account anlegen. Auch das Spiel erfordert wieder einen neuen Account. Nur, dass ich diesmal tatsächlich bei dem Portal schon einen Account eingerichtet hatte. Aber das lässt sich mit Steam nicht verbinden. Also brauche ich für Steam, vor allen Dingen, da ich ja die Errungenschaft auch haben möchte, einen neuen Account, der dann auch mit meinem Steam-Account verbunden wird. Und jetzt stehe ich gerade nochmal wieder vor dem Game Patcher, der feststellt, oh, da ist eine neue Version unterwegs gewesen und Steam ist nicht aktuell und jetzt wird gerade da nochmal gepatcht. Also dauert es noch einen Augenblick, bevor ich loslegen kann. Und so ist es dann wieder noch eine Weile zu warten. So, willkommen im Spiel. Erstmal mit den klassischen Warnungen. Im Moment ist es noch etwas verzerrt, weil ich es natürlich auf Vollscreen vergrößern lasse, auch wenn das Spiel aktuell noch im Fenster läuft. Was ich jetzt noch nicht genau weiß, ist, wovon es jetzt abhängt, welchen Level ich tatsächlich nehme oder beziehungsweise welchen Channel, was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Auf jeden Fall kann ich hier nur den einen Server auswählen und den Kanal. Okay, da ich jetzt aktuell ja noch Level 1 bis 40 bin, dann sollte ich diese 5% Bonus bekommen. Außerdem habe ich gesehen, dass ein Event aktiv ist für dieses Wochenende, womit ich wahrscheinlich nochmal zusätzliche Boni bekomme. So, was ich jetzt hier noch genau machen kann, also wahrscheinlich geht es tatsächlich einfach erstmal darum, einen neuen Account anzulegen. So, dann spiele ich mal als Human. Hui. Channel 1, Magicken, Archa und Seth, Varia. So, wie immer werde ich dann eher Magier erstmal wählen. Mail. Hat grüne Augen natürlich.
Haarfarbe blau. Dunkelblau. Aber irgendwie sieht das immer noch aus wie ein... Okay, gut, die Frauen sehen doch ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, warum die Männer so dick sind. Aber vom Gesicht her sieht das immer noch irgendwie genauso aus, als wäre das ein Mädchen. Okay, das rollt einfach durch. Das heißt, ich sehe gar nicht, wo das dann zu Ende ist. Ein bisschen grimmigen Gesichtsausdruck. Ja, irgendwie so ein Highlander-Haarschnitt. Ohrringe für den Human. Naja. Ach, ich muss noch einen Namen ausgeben. Okay, mal wieder nicht viel Platz. Dann mache ich wieder den Spielfehl. Und ja, dann ist das erstmal meine erste Repräsentation. Und ich hoffe, ich finde jetzt hier auch gleich mal irgendwelche Einstellungen wieder. Juhu, Spielefilm. Option Settings, da sind sie ja schon. Also, Sound, Background Sound. Gleich mal auf Mute stellen. Und Sound Effects mal auf die Hälfte. Ich denke, so sollte es ausreichen. Grafik, ja, da kann ich gleich mal die Screen-Auflösung umstellen. So. Und Fullscreen. So, jetzt seht ihr das Spiel auch in einer vernünftigen Darstellung, dass es nicht so verzerrt wirkt. Ja, jetzt könnt ihr das Video mit anschauen. Mighty God created the world of Dragonica. Man was given the earth, and dragons, the skies above. The universe was in balance, so the gods slept. But humanity could not live in peace, and the dragons were drawn into war. They routed the armies of man, until an alliance of champions stepped forth. Wielding elemental powers, they emerged victorious. The dragons withdrew to a realm of their own. But one among them, Elga, lusted for the power of the five elements. And after 1,000 years, he returned to begin a new war. From the darkness, five heroes arose to claim the elements. United, humans and dragons defeated the evil forces. The dark dragon Elga was imprisoned. Balance returned. For a time. The lands of Dragonica are rich in magic and myth. Over the course of centuries, many heroes have created legends of their own. Fierce warriors guard the countryside, battling foul creatures with swords and brave hearts. Wild magicians explore abandoned ruins in search of spells and artifacts and challenge for their skills. Swift archers roam the forests, moving swiftly through the trees, tracking elusive beasts. Crafty thieves prowl the city streets, emptying pockets, keeping to shadows, and giving to those in need. For 1,000 years, such heroes kept the balance and believed that the world was safe. But the evil dragon Elga
proved stronger than his chains. Now Dragonica's heroes must travel to distant lands. An alliance of champions gathers to battle Elga's forces, but the Dragon Fellowship is not complete. Until you join us. Ja, also soweit der Einstieg. Der Drache, der vorher schon mal geschlagen wurde, ist jetzt wieder freigekommen und deswegen ist es jetzt an mir natürlich, die Welt vor dem bösen, bösen Drachen zu retten. Naja, schauen wir mal, ob er wirklich so böse ist. Auf jeden Fall, auf zum Anfang. Willkommen, Entering Tutorial Mode. Nein, ich muss doch nicht das ganze Spiel hoffentlich mit Tastatur spielen, oder? Komm. Oje. Seems the way down to town. Space. Alright, let's head in. Gut, auf geht's. Ja, los, dann auf geht's. Ah, irgend so ein Fliegedingsbums. Ja, jetzt hör auf zu quasseln und lass mich los. Okay, du bist Pororing. Pororing. He predicted that I will be able to meet the hero who will save the continent of Wind here. Okay, ich werde den Kontinent retten. Und Dragonland came this world, come battle with Elgar. Elgar war doch, glaube ich, der Drache eben, ne? Das hieß doch Elgar. Okay. Genau, damit Elgar wieder eingeschlagen wird und ja. Okay, da ist jetzt schon mal gleich wieder Chat Krimskrams und Dragonlord Bless. Increase HP, Death and Experience is achieved after defeat monsters remaining 4. Okay, also ich kann zwar mit der Maus was machen, aber ich muss mich tatsächlich mit der Tastatur bewegen. Mei. You can control the movements by using the arrow keys. Und ich kann kämpfen. Okay, und C ist zum Springen. Also ich habe zwei Waffen. Aquera. Okay, das sind dann noch die anderen Sachen da oben. Mal gucken, was A ist. Okay, auch ein größerer Dings. C ist Chunky. Und Dash. Okay, ich muss mich noch 3D-mäßig bewegen. Gut. Okay, war's das? What's the sound? Okay, bestimmt irgendein Monster. Okay, das sind erstmal irgendwelche Leute. Was ist das Ausrufezeichen? New quest has been added. Odelia. Let's go. Wer bist du denn? This quest cannot be remotely accepted. This quest can be completed in the next area. Okay. Gut. Ja, dann ist doch okay. Ich hab's doch jetzt schon gesehen. Help. Space. Okay. Quest evidente wolves around town. Giant wolf is der continent attacking people. In progress, let's got this wolfes und ich bekomme ein paar Äpfel, Wasser und eine Giftbox. Na dann, für Giftboxen, Geschenkboxen tun wir doch alles. Kann ich irgendwie schneller laufen? Ein kleiner Wolf. Irgendwie ist es mir aber ziemlich still. Ein paar mehr Geräusche wären jetzt doch interessant. You can perform this basic attack by pressing X-Key. You can change the view, smaller or things, ja. Yeah.
Ah, okay, ich muss sogar ein bisschen zielen, sonst schieße ich an dem vorbei. Und ich bekomme Kombos und irgendwelche Sachen, Items. Und da kommt schon die nächsten Wölfe. Yep. Use the skill, press A-Key. Okay. So. Move, 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 move. Auf jeden Fall ist es lustig, wie er da so durch die Gegend schwebt. Okay, ich bin ein Level aufgestiegen. Mission clear. Every time you level increase your... receive 20 skill points. The character most basic statistic has such a strength, dexterity, intellect und so weiter. Okay. Magician, Monk, Wizard. Wie sind die denn schon Level 20? Also, Chain Combo. Okay. Habe ich die jetzt schon gelernt? Weapon Magic Power 100% plus 10. Sehr interessant. You can use Skills, placing Skills Icon on the Quick Slot by Drag and Drop. Okay, das ist das A, was ich schon habe. MP Potions Maximization. Relaunch. Aber ich muss erstmal hier Punkte ausgeben. Gut, das Ding ist ja schon da. Hm. Job Skills. Ah, after this first class you can learn from Master of Production. Learned Item. Yo. Item Skills. Magician. Makro, register an empty slot is dragging the room. Oh. Okay, Quests. Complete beginning quest. Completed. Ah, ja. Ja, ich habe die Wölfe aufgehalten. Die 4 Stück. Okay, complete. Accepted. You got help for gift box. I guess you can open an inventory. Consumable items category. Ah, das eine war dann tatsächlich schon die Wasserflasche. Okay, MP und sonst was. Und help box. Right click. Okay, Mana Potions. Kann ich ja wahrscheinlich irgendwie hier reinsetzen. So, Cooldown 10 Sekunden, 15 HP Recovery, 15 pro 1. Restore 150 Mana über 10 Sekunden und Restores HP und MP. So, dann kann ich die auch mal da reinsetzen. Und die Giftbox ist wahrscheinlich für, okay, Level 5 bis 99. Gut. So, was ist das? Event Phoenix Feder. Sold at Shop, Trade until und so weiter. Use Item, Right Click, Cannot Use. So, also in Shop muss ich jetzt noch nicht reingucken, das machen wir später. Okay, was ist mit dir jetzt los? This is nothing in that quick slot. Quest Requirements, Meet Odeas Town Leader Don Morgan, Odelia in Progress, Conversion, XP Reward, Your Reward, eine, gut. Okay, weiter geht's. Ach ja, bevor ich es wieder vergesse, Stunden-Countdown ist an, damit ich mich dann hier nicht zu lange aufhalte. Geht das auch irgendwie ein bisschen größer? Naja, dann ist das wohl das Portal. Okay, Z ist jetzt...
Oh je, das ist das echte Z wahrscheinlich. Ne, das war Y. Also Z und Y ist mal wieder für die deutsche Tastatur vertauscht. Odelia, the starting point of World Dragon Saga. Gut, dann lass uns mal mit dem Abenteuer anfangen. Okay. A conspiracy against Odelia reveal the dark secrets. Da geht es automatisch weiter. Gut. So, E-Mail lesen. Ist überhaupt nichts drin. Warum blinkt das Ding dann? So, jetzt muss ich bloß noch den da finden. Don Morgan. Ah, da oben. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Okay, jetzt muss ich gerade nochmal in die Options reinschauen, ob es da irgendwo eine Möglichkeit gab. Questlog, Skilltree, Inventory, Charakterinfo, Community Window, Journal Window, Menü. Options. Okay, das ist alles Grafik. Verschiedenes. Chat, Community, Tooltips, Combat. Ach komm. Okay, Sea Navigation. Okay, also ich muss hier tatsächlich mit Tastatur steuern. Das ist schon etwas umständlich. Dafür scheint es eher so Art Linien zu geben. Ein Bounty Hunter. Quests. Vor allem dann immer wieder der Wechsel. Da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dann das Gamepad einzustellen, weil dann kann ich die Steuerung manuell übernehmen. Okay, accepted. So, ich habe mir jetzt gleich schon mal für meine Gaming-Tastatur ein Profil angelegt, damit ich nicht auf der Tastatur mit den Pfeiltasten und den anderen Buchstaben da irgendwie hin und her springen muss, sondern dass ich eine Hand an der Maus lassen kann und ja, das andere jetzt möglichst einfach auf der Tastatur lassen kann. Da werde ich jetzt immer noch mal Anpassungen vornehmen, je nachdem, welche Tasten ich da jetzt tatsächlich noch dazu brauche, um ja, einfach da komfortabel spielen zu können und sozusagen alles unter der Hand zu haben. So, okay, jetzt passt es schon besser. So, Z, X kämpfen und springen. So weit, so gut. So, die 1, 2, 3, 4 habe ich mir auch schon bereitgelegt, sodass ich die direkt anwählen kann. Dann muss ich jetzt noch überlegen, wie ich das mit den anderen Tasten anstelle und je nachdem, welche Funktion ich dann hier drin habe. Dann fange ich da jetzt einfach mal an mit Q, mir natürlich hier auch den ersten Kampfdings draufzulegen. Okay, so, was hatte ich jetzt eigentlich für eine Quest angenommen? Das Ding könnte auch ruhig ein bisschen größer sein. Ah, ach, das ist die Navigationskarte. Fällt mir erst jetzt auf. So, ich bin jetzt in Odella. Okay, das sind verschiedene Levelstufen. Das heißt, die Wilder Plains nach unten und nach links, das sind sozusagen dann das, was mir jetzt erstmal, wo ich erstmal hin müsste. Okay, mit Doppelklick geht es auf. So, Hero Quest, das ist, was mich weiterführt. Und Adventure Quest sind einfach die Bounties. Der Return Adelio with Cake. Und das andere war nochmal mit Don Morgan. Gut, da ist einmal ein Ziel. Aber ich gucke erstmal, dass ich hier drin noch jemanden finde.
mit dem ich bestimmt sprechen kann. Da drüben ist noch ein Ausrufezeichen. So ist auf jeden Fall die Steuerung schon sehr viel angenehmer, da nicht zwischen zwei Stellen hin und her zu wechseln. Wer bist du? Word Copy. Upper Level Quest. Okay, das heißt, da bin ich noch nicht weit genug. So. You don't want to miss this. Quest Shop. Ah ja, dann kann ich auch Sachen wahrscheinlich verkaufen. Ich bin doch jetzt nicht schon Level 5, oder? Ich bin Level 2. So, Conversion. There's one portal that brings Darkest Deep into Plains. Okay, dann gib mir doch mal die Quest. Ja, ich war noch nicht da. Country Carrot Shouty Morph. Gut. What do you want from me? Ah, jo. Okay, das ist das mit dem Cake. Gut. Ja, genau. Inventory, Misk. Hier. Cannot be sold. Gut. Okay, dann habe ich da hinten noch ein Fragezeichen. Das ist der Donmorgen, ne? Also. Jawohl. Reward completed. Gut. So, erste. Okay, der hat gleich die nächste Quest. Und dann bekomme ich noch was zum Anziehen. Okay. Wilder Plains. Das geht schon. Wild Plains. Okay, das ist dann das hier Advanced. Und das ist die einfachen Wild Plains. Alles klar. Continent Map. Gut, das ist dann das. Und noch größer. Continent Carve, Continent of Wind, Magma Belt. Okay, da kann ich also noch einiges entdecken. Das ist ja auch für ein MMO normales, dass es genug Sachen hat, die lange motivieren sollen. Gut, das ist das Cake, Traces of Lydia. Das heißt, dafür muss ich, you must go to Vidian Plains. Gut, das heißt, ich muss aber wahrscheinlich nochmal in den ersten Bereich zurück. Cannot be toggled, this war on fullscreen. Ah, okay. Das lässt sich hier alles nichts verschieben. Okay. Chatting Windows Active, press Escape to deactivate. So, und dann noch das M für die Karte. So. Auf jeden Fall finde ich es lustig, dass er immer so durch die Gegend schwebt und keine Laufanimation hat. So, bevor ich dann nach unten gehe, dann erstmal hier die Adventure Quests. Schwebe, schwebe, schwebe. Und hier ist dein Krimskrams, dein Kuchen. Obtain 10 Copper und lowest HP Point. Gut. So, das da unten sind alles noch irgendwelche Automaten, Katscha, Vending Maschinen, Event Exchange. This item with you exchange.
Na, ich will gar keins austauschen. Also nochmal Inventar aufrufen und wo habe ich jetzt meine Charakter-Info? Auf U. So. Auch das kommt dann dazu. Dann kann ich hier den Charakter aufrufen und meine ersten Kleidung anlegen. Yep. Und jetzt geht's auf in den Waldzug. Gucken, wie ich da überhaupt hinkomme. Die haben alle gar keine Quests für mich. Minimap, Worldmap. Noch ein bisschen rauszoomen. Get to access party search. Okay, da komme ich nicht hin. Don't know if you want to spend your day on boating. On was? External support on the winds. Do you love my fashion? Hm. Soul Smith. Exchange Scroll. Soulcraft. Welcome, how many assists today? I want to find about Soulcraft. You want to know more about Soulcraft? Ja, bitte. World have mysterious power called Soul Force. When you crystallize that mysterious power, you get souls. Okay. Aha, okay, also das ist das Disassemble. Item grade key and soul force. Soul item is required. Item can be destroyed. Hm, okay. Das kommt später. Erstmal gilt es jetzt, die nächste Quest weiterzuführen. Ah, da ist ein Portal. Also, wie war das? Wahrscheinlich das in der Mitte. Nein, das Y. Ja. Ah, you are at field. The mercy is roaming around. Gut. I use an X-Button and R, okay? Okay. Also X-Button und R. Lass mich mal das A noch dazu holen und dann geht es da gleich wieder weiter. Was wahrscheinlich besser ist, die... Okay, das ist das X, dann machen wir da das... Wobei für A sollte ich das dann auch auf A liegen lassen. Und das ist dann das andere. Okay. Ich sollte die jetzt nur benutzen. Gut. So. Emergency Rescue Agent John. Gut. Monster Count 0 von 100. Monster Count is activated only on field map. At each count, including da 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 da, a chest of corresponding leveling is given. Monster Count is reset when hitting 1000 counts. Count will be initialized also when player is dead, locked out, goes back to a character selection window. Ah ja. Press X key while pressing down arrow to add them. Das war doch X. Hm. Also irgendwie macht er das so, aber nicht. Okay, weiter Move. Scheint immer noch
This place is a mission map. There are supposed to be powerful parallel monsters. You should be careful. Okay, was ist das? Use the Garda Coin Vending Machine. What is a vending machine? Garda Coin Vending Machine can be used by Garda Coins that are given out in events. Okay. You make various items in the vending machine. Na gut. Okay. Ah ja. Gut, das brauche ich aber alles jetzt nicht. Mission Entrance, Space, Puff Tower. Puff Tower. Free 50. Also Chaos und Wind. Winter Plains Mission, da bin ich jetzt aktuell. Was sind das? Teleporter? Wahrscheinlich. So, jetzt muss ich wieder überlegen. Z war. Mission Mode. Suggested XP. Boss Battle begins after 3 maps. Okay, wenn ich Level 3 empfohlen bekomme, dann mache ich halt Level 3. Instant Dungeon. Mein Leben ist schon fast am Ende. Vata war MP und das war Apple war HP. Und jetzt kann ich das Ding nicht aktivieren. 1, 2, doch. Okay, also lieber ein bisschen aus der Entfernung und dann die Viecher erwischen. Das ist natürlich die Frage, wie lange die Münzen liegen bleiben. Okay, ich habe einen Levelaufstieg bekommen. Level up. Okay, aber die Münzen scheinen nicht so ohne weiteres von alleine zu verschwinden. Da wäre es echt ein bisschen praktischer, wenn man den mit der Maus irgendwie ein bisschen zielen könnte. Aber es scheint alles ziemlich wenig auszumachen. Ah ja, das heißt, mit mehr Kombos erwische ich die und es sind noch 23 Monster, die ich hier zu killen habe. Kommt einem eher vor wie so eine Arcade-Ballerei, nicht so sehr wie ein MMO. Ja, irgendwie ist mit der Entfernung nicht sehr weit, nicht sehr gut gediegen. Weil dadurch, dass ich irgendwie mit dem A nicht wirklich sinnvoll zielen kann. Ja, guckt einfach in die Richtung und dann macht das irgendwo. Ja, so ist es ein ziemlich einfacher Kampf, die einfach aus der Ferne zu treffen, solange die wir so langsam herumwatscheln. Dann mal gucken, was das Level Up auf sich hat. Das heißt, jetzt kann ich hier auf jeden Fall einen Plus vergeben. So, der Buster ist mir auf jeden Fall ziemlich unpraktisch, deswegen werde ich den nicht jetzt unbedingt aufleveln, aber mal gucken, ob ich die anderen Sachen aufleveln kann. Also Mana kostet der Angriff auf jeden Fall nicht.
MP Potion Maximization, Skill Points 15. Okay, ich muss aufleveln können und ich brauche aber auch die Skill Points. R-Combo. Dann werde ich mal probieren, das da zu benutzen. Meteorfall, das ist bestimmt wieder auch wieder an irgendeiner Stelle. Und so, jetzt müsste ich das ja noch irgendwie dahin ziehen können. Weil, wie kriege ich das jetzt an die Stelle? Das konnte sich... Pointbuster, Weapon, requires Level 4 oder größer. Staff oder Spear, Instant Jump and Fire an Electric Bolt and Enemies. Das heißt, es ist nur eine Verstärkung für den anderen. Na schön, dann machen wir das einfach noch ein bisschen stärker und verteile ich die Kraft ein bisschen da drauf. Kann ich gleich mal den Sound noch ein bisschen runter machen, weil es ist ja doch recht langweilig, wenn die da immer nur rumbrüllt. Also, wo war das hier? Nicht das Journal, Menü, Options, Sound und das noch ein bisschen runtersetzen. Okay. So, dass ihr zwar noch Geräusche hören könnt, aber dass es nicht mehr so präsent ist, weil es doch zu eintönig ist. Gut, noch 8 remain. Und ich muss das Ganze, genau, 3 Maps muss ich insgesamt erledigen und in der 4. wartet dann ein Boss auf mich. Dann bin ich ja mal gespannt. So, was ist eigentlich das da unten? Das ist irgendwie noch so ein... Ups. Was war das jetzt? Wieso ist da jetzt so ein komisches Loch im Bildschirm aufgetaucht? Habe ich ein Loch in den Bildschirm gebrannt? Okay, weiterlaufen. Das ist halt mein Sense aktuell. Das heißt, ich bin im Moment noch nicht sehr gut, was die Trefferquote angeht oder sowas. Okay, wieso ist das jetzt noch... Okay, ist nicht geblockt. Ist einfach nur zum Weiterlaufen. Okay. Damit werden die zwar nieder... Ja, jetzt hat sie wieder in die falsche Richtung geguckt. Und jetzt sind die Wölfe dran. Zumindest werden sie zurückgestoßen, wenn ich sie getroffen habe, so dass sie jetzt nicht die ganze Zeit immer angreifen können. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ich glaube, ich hatte ja noch ein... ich bin schon wieder ein Level up, Level aufgestiegen. About Control Keys. Control Key helps you everything in game, including item use. Would you like to know what keys I use? Click the menu button on the lower right for screen and select keys. You will see it all. Okay, ja, das sehe ich ja schon. So, der Skill Tree, Meteor Fall. Was sind das da noch? Fortress Level 1. Mach mal, achso, die kann ich jetzt gar nicht weiter aufgrößern. Confirm. Kann ich, doch, den kann ich jetzt runterziehen. Das heißt, das wäre jetzt noch ein S dazu. Ja, genau, das habe ich ja dann schon wieder weggenommen. So, also mit dem S kann ich jetzt einen Meteor fallen lassen. Und es sind noch 25 Monster remaining. This can't be used on the ground. Aha. Okay, das heißt, da muss ich wahrscheinlich springen. Cool. Ah, ja.
jetzt weiß ich auch, was vorhin mit dem runter. Das heißt, wenn ich in der Luft bin und dann X drücke. Gut, das sind jetzt die normalen wieder. X, 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 X. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mehrfach Z hintereinander gedrückt habe, dann gibt es diesen komischen Blitz. Das sind die Combo-Geschichten. Erhöht zwar meine Trefferrate irgendwie nicht so richtig, aber okay, das sind die unterschiedlichen Kombos mit von wegen Z und X und irgendwie. Ja, dann muss man sich auch dann erstmal reinfinden, von wegen die verschiedenen Buchstaben zu benutzen. Da muss ich mir gerade nochmal was umtauschen. So, 2x, 2z, nee, aber xz im Wechsel ist auch dann nochmal ein Bonus. Muss ich mir gerade nochmal die Kombo-Listen da anschauen, weil die gab es ja hier auch. Charakter-Info, Charakter-Skills, Skill-Tree Inventory, Quest-Log. Gab es doch vorhin ein irgendwas zu den Kombo-Geschichten. Town Chief Advice. Accept Quest. Don Morgan is having. Okay, ich dachte, die hätte ich vorhin schon akzeptiert. Also Skill Tree. Chain Combos. Ah, hier war das mit drin. Also genau, das X ist ein ganz normale Waffen. Dann 3x Z ist letztlich, ja, dass die Attack Power ist. Die Frage ist natürlich, wie ich das hier steigern kann. Und beim vierten Mal gibt es dann diesen Blitz, den ich da vorhin gesehen habe. Und dann ZZZX, das ist dann ab Level 10 freigeschaltet. Used Chain Combos, used Fast X Attacks. Und da sind dann noch irgendwelche Makro-Geschichten. Okay. So, noch 12 remaining. 2, 3, 4. Kein Blitz diesmal. Jetzt kam der Blitz. Wenn du mich nochmal beißt, dann hau ich dir eins auf die Mütze. Combo 88. Unbelievable. Combo 100. Godlike. Und dadurch ist das... So, das war's. Jetzt sind auch alle Monster hier gekillt. Das heißt, die zweite Riege ist jetzt sozusagen geschafft. Und jetzt kommt das dritte, bevor ich dann mich gegenüber dem Boss verteidigen muss. Kommt überhaupt kein Blitz diesmal. Immerhin bin ich schon wieder bei 66 Hitter-Combo. Ah, da kommen jetzt gleich noch die nächsten. Kleine Schäfchen und komische rumlaufende Bienen. Das
So, mal gucken, wie weit der Multiplier da noch nach oben zu treiben ist. Auf jeden Fall ist es recht einfach, einfach nur mit den beiden Tasten und die Sonderkombos eher außen vor zu lassen. Also beziehungsweise die Sonderspezialeffekte, zumindest solange ich sie jetzt nicht direkt brauche und mit den Monstern auch so noch ganz gut fertig werde. So, das war's. Ne, da kommen jetzt noch mehr. Ist das jetzt schon der Boss? Ein Time Limit. Open the Treasure Box to God Reward. System Time Limit. Ja, aber was denn für eine Treasure Box? Timeout. You can't use it. Oh no! Das ist jetzt der Elite Boss. Also, was genau war das jetzt? Warning. Okay, jetzt muss ich mit Sicherheit auch mal eine von den größeren Dingern einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob die Monster wiederkommen. Ah, das war, der hat so ein, auch so einen Strudel, den er auslösen kann. Nein! Jetzt haut den doch endlich mal ein paar auf die Mütze. Was once countdown is over, you will automatically move at a specific area. We will move to meet you if you hit the move now. Und revive? Nee. Use item? Ich habe keins. Ah, Phoenix Feather is required. Yes. Das heißt, mit der Phoenix Feder kann ich dann auch mich wiederbeleben. Ich hätte vielleicht doch noch nicht hart wählen sollen, sondern eher ein bisschen einfacher. Also der hat 5000 Lebenspunkte. Also wenn ich hochspringe und dann... Also was bedeutet das Sense Ability? Ist jetzt wieder entladen. Okay, also jetzt hat er nur noch 4000. Hat er mich umgebrüllt, der Löwe, der Wolf. Ein Vagabund, ein Elite-Vagabund. Naja, im Moment halte ich mich auf jeden Fall noch ganz gut, weil solange die anderen Wölfe nicht da sind und mich angreifen können. Kann ich den zumindest soweit platt machen. Also hinter den Zs war auf jeden Fall eher dieses... dieses Vierfach-Kombo, aber dafür hat er dann auch irgendwie mehr Zeit, seine eigenen Angriffe zu machen. Und das sind immer nur 11 Schaden, während das mal kritischer Schaden irgendwie so 30 Schaden macht. Aber es kostet mich alles an der Stelle zumindest keinen Mana. Schade, dass ihn jetzt der Meteor nicht getroffen hat. Schon wieder daneben. Okay, aber jetzt ist er gleich geschafft. Nur noch 1000.
bist du gleich erledigt. Immerhin. Gut. Warbound Rico, Acquire Upon Handing Vagabond One Time. Ah ja, das sind die ersten Errungenschaften. Und eine 100er-Kombo zu schaffen. Jetzt zittert er. Mission clear. Okay. Total 44 von 120, was auch immer das sind. Sense 100%, Ability 0%, Hit minus 77, eine ziemlich schlechte Wertung, wie mir scheint. Acquire Points 2760. Okay. Gut, das heißt, das sind alles so irgendwie in Punkten. Clear Time 837, Obtain Assault 2100, Level 9, Magican, Name Shinigami. Would you like to return the mission at a different difficulty? No. Clear the mission mode. You can see the mission mode ranking using details. Okay, when you finish the mission mode, you will see the rank. You can also see the rank in real time on the right in the screen. Das war dieses hier unten. Der erste Kriterium for the rank. Sense. Sense gauge fill up when normal skill attack happen. When a character hit from monsters or cannot be moved, gouge will decrease. Okay, genau. Wenn ich getroffen werde, verliere ich. Will up with skill attack. Like sense gouge is only effect to individual. Also gut, hierzu muss ich dann die Spezialattacken. When happened normal attack and skill attack. Und das andere nur, wenn ich skill attacks mache, die wahrscheinlich die hier dann sind. Okay, das ist also die Ability. Okay, ne, ich gehe jetzt erstmal wieder raus und schaue mal, dass ich hier irgendwie die weiteren Missionen abschließe. Aber hier haben die das Mission Counter überhaupt nicht gezählt. Achso, einmal bin ich gestorben. Aber gut, das war jetzt das eine. Aber was soll ich jetzt eigentlich machen? Die Details. Ja, Main Quest, All Quest. Was sind das denn alles für? Second Boss Complete, Tactic Mode Quest, Items. Ist es jetzt bloß eine Beschreibung oder sind es tatsächlich meine Quests? Ne, ich habe jetzt eigentlich drei Quests gehabt, das war ja das schon. Quest. Ah, die hatte ich noch gar nicht angenommen. Ja, was denn jetzt? Dann ist sie doch schon angenommen. Slacking Soldiers. Da fehlt mir im Moment mal wieder so ein bisschen die Orientierung, wo ich jetzt eigentlich womit hin soll. Mission Entrance. Hat da jetzt irgendwas gefehlt, dass ich die... Okay, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen aufgelevelt. Das heißt, das war der Meteor. Relaunch. Was macht das? Attack and Damage up to 2 fallen enemies at the same time. Launch them high into the air. Okay, increase all MP recovery effect by 10% additional recovery. Das war das mit der R-Kombo. Das hatte ich ja jetzt schon ausprobiert. Wenn ich in der Luft bin, jump and fire an electric bolt at enemies in middle air. Can fire as many times as the skill level. Also dreimal. Ja gut, dann habe ich aber jetzt, dann machen wir mal das Mana Recovery ein bisschen stärker. During skill duration, restore 1% of max HP every 3 seconds. Can heal party members one skill level reach.
Und das hier, permanente Increase, MA-Tack bei 20%. Confirm. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal da rein und probiere ich das jetzt nochmal auf einer etwas leichteren Stufe. Also, Mission Mode ist eigentlich schon clear. There's no Chaos Map in Selected Place. Cleared 36%. Was stand da eigentlich? Das eine war Suggestions und das andere war anhand meiner HP. Master the Mission Field is a very dangerous place. They have their own boss monster. Until you get enough strength and friends, you can adventure in the Mission Map. Or think you have ready, you can go on. Okay. Ja, weiter. So, jetzt kämpfe ich mich da einfach mal durch. Und schaue, dass das Sense nicht gleich wieder runtergeht. Okay, jetzt haben sie mich getroffen und deswegen gilt es dann natürlich als... Okay, genau, die Ability geht hoch, wenn ich die Skills einsetze. Und ich nehme mal an, dass das Ganze auch stehen bleibt, solange ich zumindest, also es zumindest nicht über die Zeit sich runter bewegt. So, die sind jetzt noch geschwächt. Oh, das war doch mal ein schöner Treffer. So, die Sense ist jetzt schon wieder so weit runtergegangen, wahrscheinlich weil ich getroffen wurde. Und das heißt, wenn ich sie ein paar Mal hintereinander geschafft habe, nee, jetzt ist es schon wieder, da unten werden dann die Kästchen hochgezählt. Mission Repeat Bonus ist 1,2. Level up. So, dann hier wieder ein bisschen, da kann ich jetzt diesmal was dazu machen. 5. Und jetzt habe ich keine Skill Points mehr. Was ist das? This is a magic and distinct skill. 20% of mana regeneration increasing buff will given not only caster, also party members and other close users. Na dann. Muss ich den eigentlich auch erst aktivieren? Sieht so aus. Das andere sind passive Skills, oder? Okay, der ist jetzt wieder auf Q gelegt. So, wie lange hält der an? 10 Minuten. Da oben wird der Buff angezeigt. Okay. Das heißt, wenn ich eine Mission wiederhole, bekomme ich generell mehr Erfahrung. Und dass der vorhin gegen die Scheibe geklatscht ist, beziehungsweise gegen den Monitor, das war das Loch. Jetzt hat er mich getroffen. Das heißt, wahrscheinlich müsste ich hier durchgehen, ohne auch nur den einzigen Treffer zu bekommen, um dann irgendwie in einen höheren Klasse aufzusteigen. Aber je besser ich langsam mit der Steuerung zurechtkomme, desto eher habe ich auch die Chance dort. Jetzt muss ich vor allem doch mal in mein Inventory gucken. Ich habe doch eigentlich jetzt schon eine ganze Menge eingesammelt. So, das war jetzt das vorhin, was ich eigentlich schon bekommen habe. So, ausrüsten. You must be unzielt first. Was muss ich denn unzielt machen? You must be unzielt. Was heißt das denn wieder? Okay, also hier habe ich noch meine Box, die kann ich jetzt auch mal wieder aufmachen. So, die nächste gibt es auf Level 10. Ein Garda-Coin. Ah, das war diese komische Maschine von vorhin. Und ein Brown Key. The Key can be used for opening the All Treasure Box. Okay. Rainbow Purple Money Backpack. Mysterious Money Patch. You will never know how much inside until you open it. Okay.
4 Silber und 67 Copper. Okay, das war jetzt nur Kohle. So, das ist irgendwelche Krimskrams. Feuerholz, Schabtum, Copper Whisky. Wahrscheinlich alles irgendwie zum Bauen. Silver Ingame Catcher Coin. Und das war die Event Phoenix Feder. Zetri Weiss, The Dead, Mist XP. Ja, genau, das hatte ich ja jetzt schon einmal. Das war cool. Und Silver Coin. Casual Shoes, designed for casual users. Hard to be used for combat. Okay. Item Seal can be removed by pushing a seal removal scroll from Soulcraft NPC Julie. By removing the seal, hidden options of the item can be obtained. Also das heißt irgendwie sowas, es ist noch unbekannt. Es ist noch nicht komplett klar, was das überhaupt ist. So, ein Dingsbums habe ich auf jeden Fall noch nicht. Open Pets Inventory. Und you don't have Character Card. Na gut. Also, weiter. Ah, jetzt bin ich schon... Wieso bin ich denn jetzt schon im letzten Level? Aha, das heißt, in den leichteren Leveln kommen die früher. Das heißt, da muss ich dann nicht erst alle drei durchlaufen. Haha, ausgewichen. Zack. Ist er vorbeigelaufen. So, jetzt noch der da. Und dann brauche ich mich bloß noch um den Boss zu kümmern. Battle Square Game has started. Was auch immer es bedeutet. Nein, nicht treffen. Lass mich nicht beißen, du Wolf, du. Okay, das heißt, die Ability ist jetzt wieder ein Stück gestiegen. Mal gucken, ob ich es dann noch bis E schaffe. Ja, also zwei von diesen Balken da unten bedeutet dann eine bessere Stufe. Und der Wolf ist schon geschafft. Gut. Vagabond-Veteran. Was heißt das? Acquire upon hunting 10, also ich muss ihn 10 mal besiegen. Na gut. So, mal gucken. Jetzt habe ich nur minus 5 Hits. Mal gucken, ob das insgesamt ein Tür... Okay, Repeat habe ich gemacht und Rank habe ich gemacht. So, und das sind jetzt noch die ganzen unterschiedlichen Sachen. Okay, 780 ist da natürlich jetzt nicht allzu viel. Und ich bekomme nur ein Item. If you want to obtain special item by using Panda Cash Coin, please click Fragezeichen. Would you like to return retry the mission on different cult? Ja, diesmal schon. Cleared 45%, suggested für XP. Suggested Quest. High difficult maps are more likely to trigger bonus map. Difficult is suggested depending on quest and level. So, dann machen wir jetzt nochmal einen normalen Standard. Also langsam kriege ich ja einen gewissen Eindruck dafür. Auch wenn ich irgendwie nicht wirklich in der Hinsicht weiterkomme, dass ich jetzt wirklich meine Mission erfüllt bekomme. So, der erste Balken ist schon aufgefüllt. Ah, das sind die Spider-Webs. Die treffen mich mit diesen komischen Dingern da. Muss ich auch erstmal erkennen, dass die auch fernschießen können.
und dass ich den natürlich dann ausweichen sollte, wenn ich da mehrere habe. So, die Frage ist, was sind denn jetzt eigentlich diese... Ach, das war das Cobweb. Das heißt, das sind diese Items. Das heißt, die werden nicht individuell dargestellt, sondern es sind dann einfach nur allgemeine Boxen, die dann natürlich dort irgendwie entstehen. Ah, zu spät. So. Wieder Copt Visionet. So, die stehen jetzt genau an der richtigen. Fast wäre ich noch ausgewichen. Verdammt, wieso können die mich da drüben treffen, wenn ich doch woanders hingelaufen bin? Ich würde jetzt ganz gerne mal einen Buchstaben noch höher kommen. Genau, jetzt dreht sich das Ganze leicht. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt auch ein Level mehr. Deswegen ist es dann auch logisch, dass bei den höheren Leveln natürlich überhaupt erstmal die Sense erreicht werden kann. Weil sonst habe ich gar nicht genug Monster, um das Ganze aufzubauen. Ich vermute mal, dass egal ob Sense oder Ability, es dann letztlich darauf hinausläuft, dass unten dieser Balken um ein so ein kleines Stück verlängert wird. Auf jeden Fall, wenn ich daneben haue, ist das jetzt nicht so kritisch. Nur wenn ich getroffen werde, ist es halt problematisch. Ha, der eine ist wieder gegen die Scheibe geflogen. Jetzt habe ich schon wieder Ability verloren. Also beziehungsweise die Notdruck dort an der Stelle. So, den kann ich nicht weiter ausleveln. Das kann ich weiter aufleveln. Da sind jetzt wieder Schafe. Ich hoffe, die haben keine Fernangriffe. Dann kann ich die einfach so bekämpfen. Richtig, diese Mana-Attack-Geschichte ist ja jetzt wieder verstärkt worden und es scheint jetzt schon deutliches auszumachen, dass ich jetzt schon deutlich stärker angreifen kann mit 66 und 77 Schaden. Aber mein Ability oder meine Bewertung ist immer noch bei F. Es wird also noch einige Übungen brauchen, dann im schweren Modus hier weit genug zu kommen. Mich nicht treffen zu lassen, beziehungsweise wenn ich stark genug bin, dann ist es ja auch wieder egal, weil dann sind sie so schnell weg mit einem Angriff, dass sie mich wahrscheinlich eh nicht angreifen können. Ja, auch mein normaler Feuerball hat jetzt schon über 90 Schaden. Cool. Gibt es noch kleine Schafe und ein Schiebischaf. Oh, nicht die süßen Schafe. Ja, wie ihr hört, ist der Timer jetzt auch erstmal schon wieder rum und allzu weit bin ich jetzt natürlich noch nicht gekommen. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt den Boss nochmal besiegen und dann werde ich mich nochmal in die Stadt begeben, bevor ich jetzt das Feierabend mache. Für die Aufnahme. Einfach um nochmal, ja, eventuell noch die eine oder andere Mission einfach dort abzuschließen. Weil im Moment ist mir da überhaupt noch nicht klar, welche Mission ich jetzt eigentlich hier wo abschließen soll. So, jetzt kann ich die alle drei auf einmal ausgeschaltet. Aber ich glaube, da ist jetzt noch ein neuer wiedergekommen. Aber der ist jetzt auch gleich weg. Und jetzt bin ich auf jeden Fall in der Lage, den Wolf schon ziemlich schnell oder leicht zu erledigen.
mit den 100er Trefferpunkten dort. Also 90. 90 ist ja fast wie 100. Genau, hau ich mal ein paar auf die Mütze. Ja, zumindest bin ich jetzt schon deutlich bei E. Und ja, noch 1,3 Experience Bonus. Aber was dieses andere jetzt vorhin war, mit diesen komischen Mystery Boxen, die ich da irgendwie aufmachen sollte, das weiß ich auch nicht. Mission cleared. So, 38 von 120. Haben 28 Mal getroffen. So, jetzt wäre noch die Frage, was die Member Event und so weiter. Das waren wahrscheinlich einfach Sachen, die aktiviert werden können. Jetzt habe ich auch wieder nur ein Item bekommen. Acquired Coin, Coin in Stock. Nee, ich brauche da keinen weiteren. Immer noch eine 1-Sterne-Wertung. Naja. Nee, ich will jetzt ja nochmal kurz zurück in die Stadt gehen, um zu gucken. Mal gucken. Und Delia. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Wo ist denn meine Münzenanzeige da oben? Naja, dann gehe ich jetzt einfach mal, dann muss ich nicht so weit rumlaufen und benutze diesen Teleport. Und da oben habe ich jetzt auch einige Mission Quests, die aktiv sind. So. Complete Hero Quests. Open. Was bekomme ich? Eine magische Robe. Okay, found trace of Lydia, but with trace we don't know where she is yet. Okay, das heißt, anscheinend habe ich sie trotzdem irgendwelche Spuren gefunden. Aber natürlich reicht das jetzt noch nicht. So, alles klar. So, der hat jetzt gleich die nächste Mission. Und da bekomme ich dann einen Mantel. So. Meet Town Chief Don Morgan. Na gut. Gehe ich also wieder zu ihm hin. Ja. Ja, bin schon unterwegs. So, du hast jetzt auch eine Mission für mich. Game Functions. Dulia Guard Gafti. The Guard Gafti got sold by Destiny. Talk to Darwin, click Repair and place his armor in the Repair Window. Okay. Das ist dann also ein weiteres Spielmechanik. Ja. Schauen wir mal, dass das hinkommt. So, beginn regulär. There's no phone, but still chest traveled. She travels, haha. Okay, Traitor's Ridge, sneaky Sifi Jess. Mit Jess at Traitor's Ridge. Und ich bekomme einen Ring dazu. Okay. Fight him right away. Ich höre around the Traitor's Bridge. Gut. So, und da hinten ist jetzt ein der Don Morgan wieder. Genau, mit dem soll ich ja eh sprechen. So, Hero, Permission of the Town Chief. How can I help you? What? Is that there's an unknown? Okay, ja. Gut, ich muss sie immer noch retten. So, das ist noch completed. Talk to Morgan, genau. Ich spreche jetzt schon mit dir. Learning Cooking Skill. Okay, Crafting und... Genau, das sind ja die Sachen, die mich auch noch so interessieren. Von wegen Crafting und sonstigen Krimskrams. Deswegen werde ich die jetzt einfach mal noch so weit durchgehen, was ich jetzt in der Stadt alles noch machen kann. Gekämpft habe ich ja jetzt genug. Okay, einen ganzen Mana-Staff. Only one way. Windplains Arcade Mode F1 clear. Okay, das ist dann noch ein neuer Modus. Bin ich ja mal gespannt.
So, da kann ich jetzt das Kochen lernen. Na dann zeig mir doch mal, was ich machen soll. Gain 5 Firewood from Woodies in Viljania Plains. Arcade Mode. Okay. Bodus believed that Chef must Baba. Und Instant Prozess, Instant Cooking. Accept. Gut. I can't go on cooking. You get me 5 Firewood from Darba. Ich habe doch schon 5 Firewoods, oder? So, das Misk. Genau, Firewoods habe ich sogar schon 7 jetzt. Web habe ich auch ein paar. Letter. Den soll ich bestimmt irgendwo hinbringen. Level bin ich noch nicht auf Level 10. Was ist das? Crisis of Wind Plains, Hidden Scroll. Hidden Scroll that warps players one time to Crisis of Wind Plains. Right click to check remaining use time when warped to the map. Hidden Area is reset at every hour. Wie kommen wir 12 bis 16? Okay. Gopis Armor, das ist das. Ach so, die Kuh bedeutet, dass das ein Quest-Item ist. So, dann mal gucken, dass ich das noch anlegen kann. Und das da auch. Was auch immer das ist. Ein Equip Option. Socket System will be able to grant value option to the item, remove it. Okay. So, da unten ist jetzt noch ein Ausrufezeichen. Hunting Season. Accept Quest. So, kann ich die jetzt annehmen? Defeat 10 Rakons in Traitor's Ridge. Accept. The new quest has been added. New quest has been added. What simple crafting? Accept. Genau. Obtain 5 Fleece from Sheep. In Vidya Plains. Accept. So, mal gucken, ob ich davon auch genug hatte. So, und das andere war noch ein Cannot accept the quest. Do the elder quest list be full in being full or quest level limit? Aha, okay, ich habe zu viele Quests drin. Hui. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Instant Cooking weiter. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt erst nochmal dahin muss, um den Arcade-Mode durchzuspielen. So, da unten ist jetzt noch jemand. Achso, das ist die Quest, die ich jetzt wahrscheinlich eh nicht annehmen konnte. Soulcraft. Ne, jetzt kann ich Soulcraft machen. Oder auch nicht. Quests. Ja, okay. Gut, dann kann ich die Quest aktuell nicht annehmen. Und hier drin kann ich jetzt aktuell nicht wirklich was machen. Aber da hinten ist, glaube ich, der Armor. Also der für die Rüstung und so weiter. Das heißt, bei dem soll ich, glaube ich, die eine Rüstung reparieren. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Repair. Das da. Repair all. Repair individuell. Repair. Okay. Repair complete. Genau, und damit ist die Quest auch komplett. Hoffe ich jedenfalls. Level required 99, also anlegen kann ich sie eh nicht. Und Repair all items. Confirm. Gut. So, was ist mit dem da hinten? Okay, du hast einfach nur den Shop. Na schön. Armor, Weapon.
Level Class 5 brauche ich doch nur Magic hin, weil die anderen nützen mir eh nichts. Okay, aber da gehe ich jetzt nicht einkaufen und da ist das neue Fragezeichen aufgetaucht. Genau, jetzt habe ich ja schon das mit dem reparierten Armor habe ich schon gemacht. Oh, you have attained the enhanced powder. Okay, I'm saying it's because you have acquired enhanced power, but there is more important information that is necessary for battle. It's because you upgrade items so twice in total. Okay, also die Items können in verschiedenen Sachen erweitert werden. Durch Blacksmith, genau, durch den Schmied, da war ich ja gerade eben. If you have reinforcement power, that will raise attributes to your weapon and armor. As I told before, met the Blacksmith enhance and place the equipment you want to upgrade in the enhance window. Okay. And the second method ist das mit dem Soulcraft. Because it would be your headaches, you know both of the methods, this is Soulcraft, I will teach you Enhance first. Okay, gut, dann lass uns das ausprobieren. Mission. So, dann machen wir erstmal die Quest. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht annehmen, ist noch nicht abgeschlossen. Aber wieso kann ich denn dem hier hinten dann noch nicht das Zeug geben, wenn ich schon 5 Holz habe? Da habe ich schon das Holz drin und der nimmt es dann nicht. Firewood. Und das scheint mir auch nicht das Richtige zu sein. Quest-Item. Aber da die alle keine Fragezeichen haben, nützt mir das doch alles hier auch nichts. So, bevor ich da jetzt lang rummache, schaue ich mir das Ganze nochmal an. Und dann müsste jetzt eigentlich ein neuer Arcade-Mode irgendwie aufgetaucht sein. Ah, hier sind die Quests. Also 10 Raccoon mit Jesse S. Traitor's Ridge. Ist das der da? Nee, das ist was anderes. So, 5 Fleece vom... Ah, okay, die muss ich tatsächlich erst noch neu einsammeln. Aber mal gucken, ob das jetzt auch tatsächlich hier ist. So, Mission Mode. Ah ja, okay. Das ist jetzt angezeigt, dass ich mehrere für XP ist keins mehr, aber das ist zumindest angezeigt dafür. Ja, dass ich das für die Mission jetzt nochmal spielen soll. So, jetzt habe ich schon die Wiederholungsbonus jetzt mit 1,4. Das heißt wahrscheinlich jedes Mal um 0,1% mehr, damit sich das überhaupt lohnt. Interessant, normalerweise ist es immer das Gegenteil. Das heißt, wenn man irgendwelche Low-Level-Sachen durchgeht, dass die Experience immer weniger wird. Hier ist es das Gegenteil, das heißt, es ist dann sozusagen immer wieder spielbar, sinnvollerweise. Und ich bleibe jetzt ein bisschen auf Entfernung. Mal gucken, wann ich jetzt hier Holz bekomme. Genau, da ist mein erstes Feuerholz. Ah, die habe ich schon komplett. Dann kann ich die Mission ja schon abschließen. Ich glaube, im nächsten Level oder so, wenn dann wieder die wollenden Schafe auftauchen. Mal gucken, kann ich die von hier aus abschließen? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich kann die einzeln bewegen, okay. Jetzt lass mich mal die Details anschauen.
Ja, akzeptiert sind sie ja schon, aber abschließen kann ich sie von hier aus wohl nicht. Dann mal schauen, ob ich jetzt eine bessere Wertung bekomme als... Oh, jetzt hat er mich getroffen und ich glaube, der ist gleich ein ganzes Stück verloren gegangen. Oder ist es bloß dazugekommen? Also lieber ein bisschen auf Abstand bleiben. So weit, so gut. Noch 10. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen benommen. Und okay, eins noch. Gut, so, Map 1 clear und auf in die zweite Stufe. Da kommen schon meine wollenden Schafe. Hoffen wir mal, dass ich da auch genug Wolle bekomme. Ich habe schon 2 Vlies eingesammelt. Wie habe ich das denn geschafft? Okay, anscheinend bekomme ich die Vlies-Sachen einfach so, ohne dass ich die wirklich als Kisten rumliegen sehe. Ja, ist einfach hochgezählt worden. Naja, immerhin bin ich jetzt schon mal auf Level E, was auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung darstellt. So, erstmal die Spuckeviecher wegmachen und dann kann ich da ja noch ein bisschen in den Nahkampf gehen und die von Blitzen erschlagen lassen. Ja, sehr schön. Okay, erst wieder das Spuckevieh wegmachen und dann kriegen die anderen ein paar auf die Rübe. Da ist noch ein Spuckvieh drin. So. Great. Experience 1.2. Okay, die nächste Teilmission ist auf jeden Fall abgeschlossen. Und ja, ich weiß, ich überziehe heute ziemlich. Aber manchmal muss das einfach sein. Auch wenn es hier immer noch irgendwie so ein ziemlich einfacher Spiellevel alles ist. Das schon eher so ein Kinder-Style. Wobei ich nicht weiß, wie komplex es tatsächlich ist, nachher in höheren Schwierigkeitsstufen gegen die Monster zu bestehen. Noch mehr von denen. Ah, diesmal kann ich ja jetzt versuchen, den... Oh, ich habe sogar 1 Minute Zeit. Das ist ja schön. Vielleicht kann ich ja dann doch dieses Ding, was auch immer es ist, irgendwie klein kriegen. Ja, ich habe es geschafft. Oh, das ist die Chest. Wie kriege ich die jetzt auf? Was muss ich denn jetzt mit der machen? Ah, jetzt ist sie offen. Okay, das ist das also mit der Chest gewesen. Dann ist das zumindest jetzt auch noch gelöst. Also es lohnt sich schon ganz gut, den etwas zu überziehen. Und hier jetzt natürlich auch möglichst zügig auszuteilen. Und wie ich gerade sehe, bin ich sogar bis Level B jetzt aufgestiegen. Das klingt ja echt gut. So, das heißt, ich muss jetzt nur noch den Wolf erledigen. Ah, okay, das ist jetzt A-Rating und dann gibt es wahrscheinlich A++ und sonstige Geschichten. So,
So, jetzt triff ihn nochmal mit ein paar Blitzen. Boah, auf der Entfernung kann der mich umpusten. Das gibt's ja nicht. Aber es... Okay, one way completed. Das heißt, das ist jetzt auch geschafft. Sehr schön. Das heißt, drei Missionen sind abgeschlossen. Und du kannst machen, was immer du willst. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. 85 von 120. Hit minus 8 und Zeit so viel. Okay, Bonus XP 2300. Und A-Rating, sehr schön. Und jetzt bekomme ich hoffentlich mehr, ja. So, trotzdem habe ich nur ein 1-Sterne-Rating, sowas Blödes. Na gut. Nee, das reicht, weil dann kann ich jetzt einfach mal noch die Missionen abschließen und tatsächlich noch ein bisschen Fortschritt machen. Gut, rüber da. So, der eine ist jetzt gleich hier unten. Das ist jetzt wieder Quest. Genau, das sind die fünf Fliese. Sehr schön. So, das heißt, ich habe jetzt aber auch eine Scroll bekommen. Following action is restricted. You can perform simple crafting once used this item. So, crafting skill tree. Das heißt jetzt, die Jobs sind jedenfalls noch nicht. Character skill, community window, inventory. Naja, mal schauen, wo das weitergeht. Mistress Money Punch. Okay, dann lass mal gucken. 8 Silber, 57 Copper. Soweit, so gut. Und der hat jetzt noch eine neue Quest für mich. Create Portable Armor Kit using Ingredients for Simple Crafting. Okay. It's not hard, just can't make Simple Crafting. Here I'm giving you an Ingredient for Simple Crafting and make a Portable Armor Kit. In order to create Portable Armor Kit, double click Ingredients for Simple Crafting. Aha. Okay, Mission, Ingredientien for Simple Crafting. Das heißt, das kann ich aber auch auf den anderen machen. Ah, da baue ich mir einfach einen Tisch und schon geht das Kräften los. Ist ja süß. Oh, Quatsch, ich muss da noch was machen. Ach ey. Ah, Blazing is Passion, Mann. Das ist ja ein Käse. Wie viel muss ich denn da? Also ich hoffe, das war jetzt einfach nur zum Testen und das ist nicht sonst immer so schnell. Gut, Quest abgeschlossen. So, das will ich jetzt gleich nochmal probieren. Ne, das ist immer so schnell. Wie soll ich denn das? Press Spacebar in the middle of the gouge. Wie soll ich denn das bei der Geschwindigkeit hinbekommen? Das finde ich jetzt überhaupt nicht so lustig. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, einfach weiterlaufen. Okay, das heißt, ich habe aber zwei von diesen Dingern angelegt. Normal Defense Increase Kit. Sollte Job at Light Claws Armor Kit increase your defense for 1 minute by 15. Ah ja. Naja, okay. Die sind dann eh nicht für allzu viel zu benutzen, weil es geht ja ziemlich schnell dann vorbei. So, dann kann ich jetzt noch das Feuerholz abgeben und die Mission hier oben abschließen. So, erstmal das Feuerholz, damit das mit dem Kochen mal noch was wird. So, Quest completed. Instant
Cooking-Prozess. Das heißt, von dir bekomme ich jetzt auch so ein Zeug, mit dem ich kochen kann. Accept. Ja, Portable Snack. So, also. Das Ding kann ich erstmal lernen. So, jetzt habe ich das gelernt und jetzt mache ich hier eine Suppen kochen. Ja, was der so alles mit sich umdreht, kann er einfach ein Dings mit. Ah, und jetzt ist es das gleiche mit der Spacebar. Also keine Ahnung, was das bedeutet, ob die Couch dann irgendwie nach und nach langsamer wird oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es so relativ schwierig, da irgendwas zu machen. Aber vielleicht hat es auch gar keinen großen Effekt und es ist einfach nur, dass es dann ein Level aufsteigt oder ich mehr Erfahrungspunkte in diesen Fähigkeiten bekomme. Gut. Oki Hero. Acquire upon completing 10 Hero Quests. Sehr schön. Eine weitere Steam Achievement abgeschlossen. So, jetzt hier noch Completion. Ja, einmal das Clear habe ich gemacht. Und jetzt habe ich sogar noch einen neuen Zauberstab bekommen und neue Potions. Und da bekomme ich neue Boots und einen Hut. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Okay, ich soll seine Tochter immer noch retten. Und will dann Plain Scenario Mode. Es wäre Unity Go. Okay. So, jetzt mal gucken. Gut, das sind jetzt noch die zwei Sachen, die ich bekommen habe. Und Equipment. Handschuhe hatte ich schon. Die haben sich nicht geändert. 30, Level 1, Magicken, Defense 10, 10. Das macht also keinen großen Unterschied. Das heißt, die kann ich dann verscherbeln. Achso, bei dem Staff ist es. Also Physical Damage 37 bis 46, das war mehr als vorher. Das Fragezeichen heißt, dass es 22 weniger sind. Und hier wird dann, hier wird in Rot angezeigt. Hm. 37 bis 46. Und Equip-Item ist 37 bis 46. Okay, also so ganz ist mir jetzt nicht ganz klar, aber Soulforge ist so und das andere ist auch besser. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch die bessere Waffe ist. Habe ich hier irgendwo eine Anzeige, wo meine Achievements... Ah ja, da habe ich schon die ersten abgeschlossen. PvP, Not Supported Function jetzt und Wohnen auch nicht supported. Guild-Info, My-Info, Spiele-Fill. Okay, das ist die Attack-Details, genau, da kann ich jetzt nochmal schauen. Also 78 und 139 und 62 und 117. Also auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. So, die Robin Pants. Will you equip the item? The item will be soul-bounded and you? Ja. Cannot equip to level equipment. Okay, Level 10 muss ich erst werden. Cannot equip to class limit. Okay, ist nur für Thief. Und das ist nur für Archer. Naja, dann kann ich es ja eh nicht verwenden. Und das muss einmal noch anzielt werden. Gut, aber das ist jetzt genug für heute. Soweit jetzt mal die ersten Missionen. Ich hoffe, die kann ich jetzt akzeptieren. Ja, die kann ich jetzt akzeptieren. How to extract magical force. Ja. So, das ist dann jetzt die zweite Quest. Und Warning Destruction. Traitor's Ridge, get 10 Plungers. Okay. So, das ist dann sozusagen die nächste Stufe. Okay, die Item-Quest werde ich jetzt noch abschließen, dass dieses sozusagen die Crafting-Elemente mal komplett sind, bevor ich mich dann weiter in irgendwelche Schlachten begebe. Jetzt muss ich den Vagabund nochmal machen. Ein Item, das
Gott zur Zukunft messen, Julie in Odelia. Ja, die ist doch da unten. Zolls Miss Julie. Souls cannot obtained if you fool around here. Hey, du freches Biest. Also, den Letter soll ich auch noch irgendwo hinbringen. Okay, erstmal die Dinger wieder auseinanderziehen. Ah, okay, so lassen sich automatisch sortieren. Also, obtain souls. Okay. But Julie is saying that there's no such thing as a free lunch. She will willing to show her extracting magic force methods in exchange of one soul. Bring one soul to Julie. Ja, aber wo finde ich denn jetzt diese komische Soul? Obtaining by hunting monsters. Okay, aber ich habe hier noch keine Souls bekommen. Na gut, das heißt, das ist wahrscheinlich auch erst jetzt freigeschaltet und deswegen muss ich dann doch nochmal kämpfen gehen. Und okay. Ja, also es wird mich auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen und ich werde jetzt mal schauen, wann ich hier nochmal ein bisschen ausprobieren kann. Aber das nächste MMO, das sozusagen wieder viel, viel Zeit braucht. Aber auf jeden Fall interessant und hat auch wieder seine Eigenheiten. Auf jeden Fall sehr schöne Knuddelgrafik, die da angezeigt ist. Mit der Steuerung ist ein bisschen umständlich, dass so wenig mit Maus letztlich gesteuert werden kann. Aber in der Kombination mit meinem Gaming-Tastatur ist es dann schon sehr viel angenehmer, dass ich das alles unter einer Hand habe und nicht auf so einer Tastaturentfernung. Weil sonst wäre tatsächlich immer ständig der Wechsel zwischen Maus und Tastatur. Das ist auf jeden Fall, was für das Spiel ein ziemliches K.O.-Kriterium wäre, das länger zu spielen, aber so geht es jetzt. Und ja, also mal sehen, wie weit ich hier nochmal weiterkomme und Gelegenheit habe, weiterzuspielen. Also da bleibt noch viel Zeit. So, bis zum nächsten Mal und tschüss!